Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA San Andreas, die Definitive Edition auf der PlayStation 5. Und wir haben jetzt hier mit unserem lieben Zero immer noch mindestens eine Mission offen. Und ja, da würde ich mal sagen, stürzen wir uns mal ins Modellbaugetummel. What's happening, Zero? I'm off to engage with Destiny, good or bad. What the hell are you talking about now? The hour of judgment is upon me and I must ask myself if I am a sheep or a goat. Carl, will you be my second? Here are some letters. I've left everything to you in case I don't make it. Please. Already own it. What's wrong with you, man? We are crossing the Rubicon. I am to engage in battle with Berkeley. At stake, honor, and our very lives. It's funny. I've never noticed before how beautiful this time of year can be. I may never again see Rome. In the springtime, a butterfly. Come on with all the talking, man. Is you gonna battle Berkeley or what? It's a fight to the death. Come hither. Behold, oh, yeah. No man's land. Man, y'all take this shit seriously. Berkeley's headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit, you fly the goblin, and help any way you can. If I get the bandit into Berkeley's base, he must leave San Fierro for good. Let battle commence! Ja, das ist die Mission, vor der ich mich immer gesorgt habe. Das ist so eine richtige Scheißmission. So. Zumindest soweit ich mich erinnern kann. So. Guck mal, genau, werfen wir es da wieder ab. So. Ich wage mich, oder ich erinnere mich ganz vage daran, an diese Mission. Und es wäre einfach, und es war einfach zum Kotzen. Was haben wir da schon wieder? Ah. Na komm. Ach, ich hab doch gedrückt. Ich hab doch gedrückt. So. Genau, werfen wir dich da wieder ab. So. Ich hoffe mal, du kommst da rüber, oder? Na, anscheinend nicht. Müssen wir dich da hochheben? Na komm, dann heb ihn auch an. Na, geht nicht. Carl, don't be an idiot. You, Berkeley. This is not the end of this. Oh Scheiße, jetzt hab ich. Oh nein, jetzt hab ich. Jetzt habe ich aus Versehen beenden gedrückt. Oh. Na gut. Jawohl, das kennen wir schon. So. Fliegen wir nochmal los. So, genau, runter. Alles klar. So, fallen lassen. So, und da kommt jetzt schon angeflogen. Das heißt, wir werden den dann auch gleich wieder aufheben, sobald er fallen gelassen wurde. Ja, so geht's schon mal nicht. Wir können die dann nicht irgendwie wegrammen oder so. Hopp, hopp, hopp. So. Genau, da können wir einfach mal gucken, ob wir damit vielleicht hier so eine Brücke bauen können. Ja, auch nicht so wirklich. Aber egal, an sich. An sich ist er frei, aber wir können ihn. Okay, dann müssen wir mal schauen, ob wir ihn vielleicht doch irgendwie anheben können. Aber dafür müssen wir aber auch erstmal über ihn kommen. Nee. Carl, don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. Get a plank from our base and make a bridge across that gap. Ah, sieh an. Ja, schön, dass du mir das jetzt sagst. Das hättest du mir auch schon vor 20 Sekunden sagen können. So. Gut, dann nehmen wir halt die Dinger. Na komm. Hm? Komm einmal rüber. Genau. So. Ich hasse diese Mission. Ich hasse sie einfach. Ich weiß noch, wie ich früher immer am Verzweifeln war an dieser Mission. Ja, ja, ist ja okay. Bin noch dabei. So,
Na? Carl, there's no bridge. There's no bridge. Zack. Na komm. So, komm, lass fallen. I need a bridge now. Lass halt fallen. So, danke schön. Am 100. Mal drücken. Berkeley's using tanks. Carl, grab a bomb and get rid of any tanks that threaten our. Ja, natürlich. Machen wir doch glatt. Fliegen wir erstmal wieder zurück, holen eine Bombe. Eine absolut schreckliche Mission. Eine absolut schreckliche Mission. So, zack. Na komm. Jawohl. So. Auf die Tiger müssen wir die werfen. So, wir eilen, wir eilen, wir eilen. Hat's hingehauen? Ja, oder? Der ist hin. So. Dann haben wir dich noch da. Na, die werfen wir direkt wieder weg. Willst du mir gerade erzählen, dass der Panzer immer noch funktioniert? Scheiße, der funktioniert immer noch. Ach komm, das ist doch ein Witz. Na gut, dann fliegen wir halt nochmal ganz schnell rüber. So, sehen zu, dass wir vielleicht nochmal die Bombe bekommen, bevor der Bandit erledigt ist. So. Na komm, komm, komm. Jetzt. Und auf geht's, auf geht's, auf geht's. Schitzkis. Carl, this bandit's nearly had it. Ja, du könntest ihn auch einfach da wegfahren. Du musst da doch nicht stehen bleiben. Versteck dich da halt irgendwie. Ist da sonst noch irgendwo einer? Ich glaube nicht, oder? So, jetzt ist der Panzer aber auf jeden Fall hin. Jawohl. Carl, this bandit's nearly had it. Ja, und? Trotzdem kannst du doch fahren. Ach du meine Güte, da ist noch einer. Schitzkis, Carl, this bandit's nearly had it. Ja. So, dann dürfen wir jetzt noch eine Bombe holen. Oder? Oder müssen wir auf die Anforderung warten? Berkeley shot this bandit up pretty good. Warte mal, können wir den Panzer eigentlich auch irgendwie anheben? Nee. Na gut, das heißt wieder eine Bombe, aber bis dahin lebt der Bandit sowieso nicht. Das packt er nicht mehr. Das packt er nicht mehr, bis wir da sind. Jawohl, der ist jetzt schon erledigt. Schitzkis, Carl, this bandit's nearly had it. You let Berkeley blow up my bandit. Haha, Berkeley, I still have two bandits left. Na dann immerhin etwas. Gut, dass ich nicht manuell abgebrochen habe. Da war ich nämlich auch schon im Überlegen. So, gucke mal und dann jetzt. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut. So, und wo wirst du das jetzt schon wieder ab? Schon wieder da. Nix ist, Freundchen, nix ist. Das Problem ist halt nur, wir haben halt auch einfach nicht mehr viel Zeit. Okay, erledigt. Er fährt weiter, oder? Jawohl, er fährt weiter. So, genau, dann haben wir die Dinger da noch. Entsorgen wir auch gleich. So. Lichter zur Sicherheit auch. Dann müssen wir auch wieder so eine Planke holen. Genau. So, dann hoffe ich mal, dass es jetzt in der Zeit noch irgendwie hinhaut. Wehe, wenn nicht. Na komm. Genau. Und jetzt geht's auf, auf. Er bewegt sich noch, oder? Ja, langsam, aber er bewegt sich. Also wenn die Mission schief geht, dann bist du sehr wohl mitschuld, mein Lieber, wenn du so langsam fährst. So, und ich sehe schon, da vorne steht nochmal so ein Panzer. So, Moment. Jawohl. So, müssen wir das da auch noch zur Seite räumen, oder lässt der's?
Okay, geht auch ohne zur Seite räumen. So, das heißt, während er darüber fährt, ja, das Ding holen wir dann nochmal eben weg. Und dann holen wir noch nochmal eine Bombe für einen Panzer. Na komm. So. Dann auf geht's. Komm, komm, komm. Oh, das wird zeitlich halt echt knapp. Weil wenn wir da noch eine Bombe brauchen, dann ist Feierabend. Das heißt, das Ding muss auf jeden Fall sitzen. So, und jetzt auf. Auf, 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 auf. So, da vorne ist der Panzer. Ja, ja, ich weiß schon, ist angegriffen. So, komm. Und, jawohl, er brennt und müsste jetzt eigentlich explodieren. Ach komm. Ach komm. Wir waren doch schon vorm Ziel und nur deswegen. Oh. Ja. Super. Na gut. Dann machen wir uns nochmal auf. Probieren wir es halt nochmal. Hilft nix. Hilft nix. So, gucke mal, so, schmelzen wir dich da direkt wieder ab. Dann gucken wir mal, dass es dann jetzt auch direkt ein bisschen schneller geht. Warte mal, der kommt jetzt schon angeflogen, oder? Genau. Dann warten wir mal ab, dass er das hier weggeschmissen hat oder runtergeschmissen hat. Dann lässt sich natürlich auch ganz viel Zeit dafür, ist ja klar. Na komm, hä? Ja, entweder legst du es jetzt ab oder du lässt es. Gut, dann lass es. Auch gut, sehr gut. Brauch mich dann nicht weiter kümmern fürs Erste. So, dann holen wir jetzt hier die Planke. Jawohl, so, fliegen die da rüber. Hoffen wir mal. Und er hat das fast immer noch nicht abgeworfen. Ich glaube, das wird auch nichts mehr. So, gucke mal. Jawohl, habe ich schon. So, dann hole ich schon mal eben wieder eine Bombe. Ja, ja, ich bin noch dabei. Ich bin noch schon unterwegs. So, na komm. Ne, du solltest die Bombe halt auch aufnehmen. Jawohl. So, dann hoffen wir mal, dass wir es dann diesmal beim ersten Anlauf direkt schaffen. So, der Hubschrauber, der ist völlig broken, bei dem geht gar nichts mehr. Also der von Berkeley, nicht unserer. Bei unserem ist alles gut. So, gucke mal, zack. Jawohl. Komm, komm, komm. Genau, dann werde ich auch direkt wieder mit. Dann holen wir die nächste Bombe. In der Zeit bringen wir auch das Fass wieder weg. Genau, schön weg von der Straße. Jetzt sollten wir eigentlich auf jeden Fall schon mal deutlich besser am Zeitplan liegen. So. Jetzt runter, runter, runter. Na komm. Okay. Und auf geht's. So. Ja, der Panzer setzt ihm zu, ich weiß schon. So, deswegen kommen wir jetzt auch. So, jetzt müssen wir eigentlich drüber sein. Hat's gereicht? Ja, es hat gereicht. Genau. So, dann brauchen wir jetzt noch eine Brücke. Guck mal, und da liegen wir doch viel, viel besser in der Zeit als eben. Aber trotzdem, es geht halt die ganze Folge nur für diese dämliche Mission drauf. Es ist doch zum... Also, na komm, genau. So, auf geht's, Planke abwerfen. So, über der Kluft, da ist sie. So, dann müssen wir mal schauen, was wir die möglichst gut bekommen. Jawohl.
Hat hingehauen, jetzt nochmal die Bombe für den Panzer da hinten. Und dann ist alles gut. Bis zu 4 Minuten noch. Letztes Mal waren wir bei dem Stand irgendwie bei, wenn überhaupt, einer Minute. Also. Carl, don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. Ja, ich schalte erstmal den Panzer aus, weil sonst lässt du dich sowieso zerstören. Und dann beseitigen wir das Fass. Carl, so. Ist okay. Beruhige dich. So. Ja. Siehst du, der Panzer ist auch down. Und damit ist alles gut. Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Ja. So, gucke mal, erledigt. So, schmeißen wir dich wieder ab. Und dann brauchst du jetzt nur noch durchfahren. Dann ist das Ding erledigt. Die schlimmste Mission im ganzen Spiel. Oder eine der schlimmsten Missionen, wie ich finde. Ich hatte früher deutlich größere Probleme, jetzt funktioniert es ein bisschen besser. Aber naja. Trotzdem nicht optimal. Sagen wir es mal so. Berkeley, you, sir, are a loser. Leave the field of battle in shame. Pack up your crummy mail order business and get out of my town. Carl, you were all a duelist like me could want in a second. Sir, I salute you. Okay. Unternehmen erworben, sehr schön. Diese Immobilie generiert ab jetzt Einkünfte bis zu $5,000. Hol dir das Geld regelmäßig ab. Jawohl, machen wir doch. Machen wir doch. Und $7,000 kriegen wir auch noch oben drauf. Sehr gut. Und damit sind die Missionen mit Zero auch abgeschlossen. Und dann, wenn wir jetzt schon mal da sind, können wir einfach mal hier reingucken, was es hier so gibt. Können wir hier drin noch irgendwas machen? Irgendwas kaufen? Oder sonst irgendwas? Was haben wir denn da? Zerstöre so viele von Berkeleys Lieferwagen wie möglich innerhalb des Zeitlimits. Okay. Ja gut, dann machen wir das doch einfach nochmal. ein bisschen ungeplant jetzt, aber gut. Ich meine, der Typ ist doch jetzt sowieso aus der Stadt raus, oder? Also davon mal abgesehen. So, und wo sind seine Lieferwagen? Das ist jetzt hier die große Frage. Weil da ist nichts mehr. Oder sind das die alle? Das ist jetzt nämlich. Wir gucken einfach mal. Wir schießen jetzt einfach mal auf die. Na komm. Ah ja, sieh an. Also sprich, die ganzen Lieferwagen, die hier rumfahren, sind von ihm. So, jetzt müsste man halt nur noch dieses dämliche Modellflugzeug fliegen können. Was ich nun mal nicht kann. So, gucke mal. Jawohl, zwei haben wir. Gucken, wie viele wir noch zusammenbekommen. Jawohl. Na komm. Genau, guck mal, der Polizei geht auch noch gut, oder? Nee, doch nicht. Ups, Entschuldigung. War nicht meine Absicht. Mein Preis vermute ich immer noch viel zu wenig. Okay, haben wir hier sonst noch... Guck mal da. Na gut, da fährt einer, aber... Bis wir da gedreht haben. So, kann man umfliegen, kann man die auch. Schön. Und dahinter haben wir noch einen. Ach, noch einer. Guck mal, dich haben wir auch noch. So. Nein. Aber, na gut, so wirklich, an sich so wirklich unkaputtbar wird er vermutlich nicht sein, aber er hält erstaunlich viel aus. Na komm, jetzt dreh dich. Na gut, machen wir halt den. So, und den anderen hier auch noch.
Dafür. Genau, jetzt aber. Oh je. So. Okay. Und jetzt? Bekomme ich irgendwas dafür? Punktzahl. Ja. Schön. Okay, ich bekomme anscheinend nichts dafür. Also, wo da dann jetzt der Sinn war, verstehe ich nicht so ganz. Aber gut. Dann würde ich sagen, wir lassen es hier auch bei heute. Dann schauen wir mal, dass wir dann morgen wieder ein paar coolere Missionen machen. Ich bedanke mich dann wie immer fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.